Eine bedeutende Stadt in Siegen-Wittgenstein ist Bad Berleburg. Inmitten der historischen Altstadt liegt das im 16. Jahrhundert errichtete imposante Schloss. Hier residiert bis heute die fürstliche Familie zu Sayn-Wittgenstein. Das ganz Besondere an diesem Schloss ist, dass es seitdem es besteht von der Familie bewohnt wird. Es ist also kein Museum, es ist kein steriler Raum, der eigentlich nicht mehr lebt, sondern hier wird gelebt. Die Familie benutzt die Schlossräume für verschiedene Feierlichkeiten, für Familienfeiern. Es finden hier regelmäßig wunderschöne Konzerte statt. Also das Ganze lebt und atmet. Mit dem Schloss Berleburg ist begonnen worden eigentlich im 13. Jahrhundert, als die Grafen Wittgenstein hier diesen Berg gekauft haben und ein erstes Gebäude errichtet haben. Seitdem steht hier eine Art Schloss und das Schloss hat sich dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte sehr stark verändert. Der erste steinerne Bau wurde im Jahr 1531 hier auf dem Schlossberg errichtet, das wissen wir aus der alten Chronik von Berleburg. Schließlich hat dann Graf Kasimir, der durch eine gute Partie, wie man zu sagen pflegte, also durch die Heirat einer sehr reichen Frau, dann finanziell die Möglichkeiten gehabt, ein richtiges Barockschlösschen hier hinzubauen, was dann im frühen 18. Jahrhundert vollendet wurde. Und so wie Graf Kasimir die Anlage angelegt hat, sehen wir sie heute als dreiflügeligen Bau im klassischen Stil eines Barockschlosses. Im Schloss gibt es einige Bereiche, die im Rahmen von Führungen beschaut werden können. Das sind die Räume, die nicht täglich bewohnt werden von der fürstlichen Familie, sondern die eben nur zu besonderen Gelegenheiten genutzt werden. Für die Konzerte oder für die Feierlichkeiten. Und in diesem Bereich werden die Besucher in einer etwa einstündigen Führung durch sehr schöne Räume geführt. Es wird sehr viel zur Geschichte der Familie erzählt. Wir haben keine unglaublich wertvollen Kunstschätze oder ähnliches, aber wir haben lebendige Geschichten, die hier berichtet werden. Und das ist das, was das Ganze attraktiv macht. Natürlich ist es auch so, dass durch die Verwandtschaft mit den europäischen Königshäusern, Prinzessin Benedikte ist ja die Schwester der dänischen Königin, eben auch hier es viel zu erzählen gibt von Besuchen der verschiedenen gekrönten Häupter aus Europa. Und das ist für die Besucher immer eine sehr spannende Angelegenheit. Das Umland östlich von Bad Berleburg wird auch Wittgensteiner Schweiz genannt. Die großen Waldgebiete werden durch einzelstehende Höfe, Wiesengebiete und Baumgruppen harmonisch unterbrochen. Typisch sind die offenen Landschaften mit freier und weiter Aussicht.